Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video lernt ihr, wie ihr die Kamera und Knöpfe rund ums Handy bedient. Viel Spaß dabei! Okay, wir fangen erstmal an, wie man das Handy anmacht. So, hier an der Seite, da ist so ein Knopf, da drückt ihr länger drauf. Genau. So, dann müsst ihr hier euren Code eingeben. Dann ist das Handy entsperrt. Also das macht ihr mit eurem ganz normalen Code. So, jetzt müsst ihr euren SIM-Code eingeben und dann warten, bis da alle 4 Punkte sind oder wie lang halt euer Code ist. Und ihr habt nur 3 Versuche dafür. Heißt, wenn ihr den SIM-Code 3-mal falsch eingeben habt, dann müsst ihr den PUC eingeben. Und die ist 8-stellig. Okay, gut. Jetzt kommen wir zum Home-Button. Mit dem Home-Button, da könnt ihr von einer App runtergehen. Zum Beispiel jetzt mit der Corona-Warn-App, die in diesen Zeiten ja besonders wichtig ist. So, wenn ihr da einmal drauf geht und dann wieder runter wollt, dann drückt ihr einmal den Home-Button. Okay, mit dem Knopf an der rechten Seite kann man das Handy auch ganz einfach an- und ausstellen. Okay, jetzt kommen wir zum leiser und lauter Knopf. So, hier drücke ich immer mit meinem linken Daumen drauf. So, also der untere Knopf ist der leiser Knopf. Damit könnt ihr euer Handy leiser stellen oder euer Handy lauter stellen. Der obere ist der lauter Knopf. So, darüber ist der Klingelton-Knopf. Dann könnt ihr euren Klingelton an- oder ausstellen. So, wenn ich den Regler jetzt nach vorne schiebe, dann ist der Klingelton an. Damit könnt ihr übrigens auch mit dem lauter Knopf den Klingelton lauter machen oder leiser machen. Wenn ich den jetzt nach hinten schiebe, dann kommt da so eine rote Fläche und dann ist der Klingelton aus. Okay, wie lädt man das Handy auf? So, da ist einmal am unteren Rand ist einmal so ein Schlitz. Da kann man das Kabel reinstecken. So, und dann den Adapter, steckt man dann in die Steckdose und dann lädt das Handy. Hier oben sieht man dann auch einmal, wie viel Prozent das Handy noch hat. So, dann ist hier einmal da kann man Kopfhörer reinstecken. Dann kann man mit Kopfhörer hören und hier ist der Lautsprecher. Okay, jetzt kommen wir zur Front- und Rückkamera. Also, die Frontkamera ist hier, damit kann man Selfies machen. Und die Backkamera, damit kann man ganz normale Fotos und Videos machen. Jetzt kommen wir zur Kamera-App. Das ist diese hier. So, hiermit kann man ganz normale Fotos und Videos machen. So, hier ist so ein weißer Punkt. Wenn man da drauf drückt, dann macht er ein Foto. Hier gibt es die Selfie-Funktion, dass wenn man da drauf drückt, dann dreht die Kamera um. Und dann, wenn man da wieder drauf drückt, dann kann man wieder ganz normal Fotos machen. Dann kann man noch Videos machen. Und wenn man dann auf den roten Punkt drauf drückt, dann macht er ein Video. Da oben sieht man immer, wie lang das Video schon geht. Und in dem Video kann man auch noch, wenn man zum Beispiel Fotos machen möchte, kann man das auch noch. Da ist dann wieder so ein weißer Punkt. Wenn man dann da drauf drückt, macht er ein Foto gleichzeitig im Video. So, und die Fotos kann man dann sehen und die Videos, indem man da auf dieses Eck drauf drückt und dann sieht man da die Fotos und Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen hoch. In dem nächsten Video erfahrt ihr, wie ihr telefoniert, WhatsApp schreibt und SMS schreibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.